Wir kommen heute mal wieder zu einer Folge von Crusaders of the Lost Idols. Anlass ist, dass ich ein bisschen über meine Strategie sprechen möchte, wie ich aktuell das Spiel spiele. In einer der letzten Folgen hatte ich darüber gesprochen, wie ich meine Talente so optimiert habe, dass sie möglichst das Beste für den DPS-Bonus rausholen. Und inzwischen hat sich mein Spielverhalten allerdings so geändert, dass ich aktuell versuche, hier in die Richtung zu optimieren, dass ich natürlich die Idols maximiere und dazu auch den Deep Idol Scavenger möglichst weit ausbaue, damit ich dann natürlich noch mehr Idols bekomme. Und je weiter ich in den Levels komme, desto höher ist dann auch der Bonus. Allerdings lohnt sich das vor allen Dingen dann, solange ich natürlich einen Instant Kill habe. Und deswegen brauche ich dazu auch das extra Training, damit ich, wenn die Crusader dann an das Maximum von 5000 kommen, ich hier dann noch ein paar weitere Level dazu bekomme. Im Moment bin ich eben dann mit 225, also das Maximum Level ist bei 5225. Ja, ihr seht schon, im Moment bin ich bei Level 627 gerade in meinem Free-to-Play-Grinding. Zunächst einmal die von den Objectives, also von den Free-to-Plays, weil es gibt ja hier durchaus verschiedene, habe ich mir aktuell, scheint mir das lohnendste momentan, das Ghostbird Greed zu sein. Allein aus dem Grund, weil ich hier auch die größte Anzahl, also ich habe 13 Crusader und die Level selber sind nicht so restriktiv, also die Monster sind nicht stärker und werfen nicht weniger Gold ab oder was auch immer die, ich weiß nicht genau, wie die skaliert sind. Aber jedenfalls auch bei anderen, also hier habe ich zum Beispiel nur 11, das sind also auch schon wieder zwei weniger. Hier sind es 12, allerdings werden eben die Bereiche auch schwieriger, so dass die Monster schwerer zu killen sind. Hier hätte ich sogar auch 14, trotzdem ist es eben hier anstrengender, vorwärts zu kommen, als es eben hier der Fall ist mit den 13 Crusadern. Und hier beim letzten sind es auch wieder 13. Das heißt, da habe ich dann letztlich eh keinen Vorteil. Und es passt ja im Endeffekt auch ganz gut, das hier zum Gold-Grinding für das Level und in der Folge zum Grinden für die Idols zu nehmen. Aktuell läuft ja noch hier die Princess Pool Party und ich möchte dann mit euch in den letzten Objectives, bei dem es eine Juwelenkiste gibt, einsteigen. Und das Spannende bei dem ist diesmal, ein Crusader kann maximal 2 Stunden DPS beitragen. Danach hat er einen Sonnenbrand und ist komplett platt. Das heißt, statt wie zum Beispiel hier im Moment, mal gucken, bis sie wieder da sind. Also das hier ist im Moment so in etwa meine Standardformation, um eine Goldoptimierung oder Goldmaximierung zu haben. Aktuell ist die Formation noch auf den Weekend-Buff eingestellt, weil Nathalie hatte, glaube ich, einen 200% Goldbonus und er hatte seine Aha-Fähigkeit verdoppelt. Aber jetzt aktuell müsste es bereits schon wieder besser sein, dass ich hier einen anderen reinnehme, und zwar erstmal wieder Mr. the Monkey. Dann muss ich den natürlich erstmal wieder aufpushen. So, dann hat er alle seine Fähigkeiten. Und bei Mr. the Monkey ist ja wichtig, dass die Leute, die hinter ihm stehen, und okay, jetzt habe ich einen Bonus von 4,9 bzw. 6,5. Ich habe, glaube ich, noch nicht alle optimiert. Da wäre noch die Frage, ob ich ihn noch austauschen kann. Ansonsten nochmal kurz gucken, also nochmal auswechseln. Weil klar, mit 6,5 ist er im Moment ein bisschen zu schwach. Weil da bringt er auf jeden Fall deutlich mehr. Allerdings ist es im Moment sogar relativ komplex, das tatsächlich so ohne weiteres zu sehen, wie jetzt die Effekte sind. Weil es geht dann nicht nur um den einen Bonus, den er halt hier hat, von wegen, okay, Boni für die Leute, die innerhalb seiner Gruppe sind. Das heißt 120% für jeden Crusader in derselben Spalte. Das heißt, eigentlich müsste er insgesamt 360 haben, wobei das hier jetzt natürlich wieder nirgendwo abgelesen werden kann, wie viele es jetzt tatsächlich sind. Aber dann kommt noch dazu, dass ich Mindy the Mime so eingestellt habe, dass sie die beiden Goldboni von einmal von ihm mit dem Aha und einmal von Golden Touch von Lerion kopiert. Und dann habe ich noch einen weiteren, weil Kitty kopiert alle Effekte, die nicht direkt auf sie selbst angewendet werden. Und dadurch kommt, ja, das ändert sich immer dann. Also hier, der Aha-Bonus kommt dann nochmal mit 90% dazu.
Zusätzlich habe ich sie hinter den Ork-Buba gestellt und damit bekommt sie eigentlich den Schadensbonus und bekommt aber zusätzlich, mal gucken, irgendwo müsste hier von einer von den vielen ist dann nämlich nochmal die, genau da war es, Splash, war der Bonus auch nochmal mit 75% hier. Und dann kommt noch dazu, dass sie die Mimes, also Mimik, auch nochmal dupliziert. Das heißt, sie hat den Aha-Bonus und den kopierten Aha-Bonus nochmal als Gold-Bonus. Also ihr seht, da kommen ziemlich viele Mechaniken zusammen und es ist inzwischen immer schwieriger, wirklich rauszufinden, was ist denn jetzt die optimalste Kombination, weil eben, wie ihr gerade gesehen habt, mit Mr. the Monkey hat es jetzt, eben war ich ja schon, glaube ich, bei 2,3 und wenn ich ihn jetzt nochmal hier reinnehme, bei Mr. the Monkey ist es so, er bräuchte auf jeden Fall, genau, also 30% für jeden, der hinter ihm steht, das wären 90, plus 7,5 für jedes Animal. Und dann wäre jetzt wieder die Frage, wer gilt alles als Animal? Also die beiden kommen auf jeden Fall nicht raus, weil die haben beide einen 100% Goldbonus, weil ich habe hier Equipment drin, das hier 100% Gold und da 100% Gold gibt. Das heißt, die bleiben auf jeden Fall. Bei ihr ist es zumindest nicht zwingend notwendig, dass sie drin bleibt. Sie hilft allerdings im Moment eben einen guten DPS-Bonus nochmal zu bekommen, weil zusammen mit dem Shadow hat sie den DPS-Schaden. Jetzt muss ich mal wieder gucken, weil es ist wieder kein Instant-Kill mehr, dass ich hier natürlich den nochmal wieder um, ja, also ich kann schon wieder um 100, also um 70 Level hochbringen und schon habe ich wieder, naja, fast einen Instant-Kill. Ich glaube, wenn ich hier den nächsten Level nochmal komplett bekomme, also nochmal 4 Level, dann sollte das auch wieder fast passen. Und ich bin ja eh fast am Ende. Also bei 225 ist momentan sowieso Schluss. Sie hat jetzt eben Golden Touch und Monkey Business und Follow the Leader kopiert. Und ich komme jetzt aber trotzdem noch bei 6,5 an. Das heißt, im Moment, zumindest mit der jetzigen Konstellation, scheint es nicht mehr so gut zu wirken, weil ich zu wenig Animals drin habe, als dass der den rausholen kann. Das ist auf jeden Fall eben interessant, auch für mich, dass es in der Konstellation, es könnte schon wieder anders sein, wenn ich, wenn er im Hintergrund zum Beispiel 4 hätte von einer anderen Kombination. Aber so werde ich auf jeden Fall an der Stelle tatsächlich dann erstmal bei Kane wieder bleiben. Was anderes, was jetzt noch interessant ist mit dem aktuellen Event, ist hier noch ein weiterer der Bartender dazugekommen. Der hat eine neue Mechanik und zwar hier ist die Schwierigkeit, wenn ich den reinnehme, ich kann nicht wirklich sehen, wie sein Bonus zustande kommt oder wie hoch der Bonus letztlich ausfällt. Ihr seht, ich habe etwa die Hälfte, nee, ich habe sogar 10% bloß von dem, also weil das andere waren ja vorhin, ja, okay, jetzt ist er sogar wieder runtergegangen. Das ist auch nochmal spannend, weil sie hatte den Detective Kane noch kopiert und auch wenn ich Detective Kane rausnehme, das heißt, wenn man ganz, ganz viel arbeiten will, könnte man Detective Kane reinsetzen, dann einen anderen Crusader reinsetzen und dann wieder Detective Kane reinsetzen. Allerdings müsste man das halt alle 15 Sekunden irgendwie wechseln, was aus meiner Sicht dann ein bisschen unsinnig ist. Aber theoretisch wäre es möglich, von ihr einen Skill kopiert zu haben, den noch aktiv zu haben und den Crusader rauszunehmen. Ich bin sicher, dass es hier für ihn noch irgendwelche Items gibt, mit denen sich diese neue Ability, mal gucken, das war hier, also ich schaue es mal hier an. Also das eine ist im Moment, der hat jetzt eine 55% Chance, dass eben hier diese grauen Münzen, das heißt, dass ein Vielfaches fallen gelassen wird. Aber ihr seht, es ist relativ langsam, das heißt, im Moment rechnet sich das nicht. Und er hat insgesamt, okay, dann ist hier noch die Schwierigkeit, dass er maximal 30% Bonus bekommt. Im Moment bin ich jetzt bei 20, weil ich 4 Leute um ihn drumherum habe. Das heißt, ich müsste die Mimik woanders hinsetzen und so weiter. Also das ist in der Konstellation oder in der Formation wieder schwierig, weil für die Mindy the Mime ist es auf jeden Fall sinnvoller, wenn ich einen durchgängigen Goldbonus haben will, dass ich nur mit 2 angedockten Crusadern sind, die auch dann die Goldboni haben, die sie kopieren kann. Bisher habe ich da noch nicht viel ausprobiert, also lasse ich es jetzt erstmal ja, bei dem Bonus. Ihr seht jetzt gerade mal bei 2,11, aber sobald die hier überall kopiert sind, sobald sie das AHA kopiert hat und sobald sie dann die Kopie kopiert oder halt anteilig benutzt, sind es halt unglaubliche Boni. Jetzt seht ihr, jetzt bin ich schon wieder bei 2,3 hoch 12, wo aktuell eigentlich nichts anderes rankommt.
Also mit den hoch 12 Boni ist es auf jeden Fall ziemlich einfach möglich, hier jetzt das Maximum rauszuholen. So, also das so ein bisschen ein paar Gedanken und Überlegungen, die ich im Moment eben zum Goldgrinden verwende und das Goldgrinden eben dazu, um meine Idols zu maximieren. Und ein weiteres Ziel, eine Errungenschaft, die letzte, an der ich noch im Moment aktiv arbeite, das Max-Kilometer. Das heißt, hier fehlen mir noch 220 Level, um bis Area 1000 mal zu kommen. Vor allen Dingen auch ohne hier diese Boni zu benutzen. Zum Beispiel mit der aktuellen Konstellation. Und wenn ich dann am Ende noch ein bisschen den Klicker zu Hilfe nehme. Und maximiere dann statt auf Gold noch DPS. Weil klar, die Queen würde dann ausgetauscht werden gegen King Reginald, wo ich dann nochmal 300% diesen Bonus bekomme für den Royal Graal. Im Moment nehme ich sie mit rein, weil sie natürlich auch wieder einen Goldbonus hat. Also welche tragen jetzt alle dazu bei, dass es einen Goldbonus gibt oder dass der Goldbonus so hoch ausfällt? Eben zunächst mal die beiden, die einen 100% Goldbonus haben. Der hat bisher nur einen 50er, weil da habe ich noch kein solches Epic-Item, damit ich hier auch einen 100er bekomme. Der hat einen Skill, womit letztlich alle hier hinten, also das Splish-Splash, was für jeden Crusader 10% im Moment bringt, ist auch noch nicht, glaube ich, das Maximum. Doch hier, also klar, die goldenen gibt es auch noch, aber ich gehe halt immer nur bis zu den Epics. Das heißt, das ist zumindest für die Formation das Maximum, was er an Splish-Splash unterstützen kann. Dann eben sie bringt indirekt wieder was bei. Zum einen, weil sie halt nicht Teil dieser Crusader ist und zum anderen, weil sie das hier kopiert wird. Nur die vier Crusader an sich haben keinen direkten Goldbonus, aber über Golden Touch haben die natürlich dann auch wieder den Goldbonus. Das heißt, die erhöhen mir hier im Moment auf 320% den Golden Touch Bonus, der natürlich dann hier auch nochmal auftritt. Das heißt, hier mit 75%. Gut, das Golden Touch ist etwas, was sie jetzt nicht unbedingt kopiert. Was ich noch ein bisschen optimieren lassen würde, wäre, wenn ich hier ein Female reinbekomme. Aber der ist im Endeffekt auch ein Male. Deswegen macht es da keinen Unterschied und für die DPS hat er halt dann das Bessere. Also wenn ich sozusagen keinen anderen finde, der mir das Gold noch verbessert. So, jetzt bin ich hier auf Maximum. Das war das letzte Level. Er hat jetzt aktuell natürlich dadurch, dass so viele Humans da sind, nicht das Maximum, was für ihn möglich ist. Also soweit zu den ganzen Mechaniken, wie im Moment eben der maximale, wie ich den maximalen Goldbonus versuche rauszuholen. Dann jetzt nochmal hier maximieren, um zu schauen, dass ich natürlich auch die Crusader auf möglichst hohem Level habe und mal gucken, wo bin ich jetzt aktuell. Also aktuell bin ich jetzt bei 1238 Idols für den Run und okay, ich mache jetzt nicht allzu viele Runs am Tag, weil ich lasse das eher passiv im Hintergrund laufen und da ist halt dann die Schwierigkeit, dass ich ab und zu dann mal, am Anfang ist es seltener, weil da muss ich ja nur hier alle, weiß nicht, 25, 50 Level oder so weiter gucken, um den zu aktualisieren und hier mal die Level dazu zu kaufen. Später wird es halt dann knapper, weil dann ist halt kein Instant-Kill mehr da, wenn der nicht immer am Level-Maximum irgendwo mitgeht. Wie ihr seht, hier gibt es eh keine Kiste oder zumindest eher eine Zufallskiste, aber nicht keine garantierte Kiste, weil ich halt hier schon längst in diesen Leveln-Bereichen gewesen bin. So, das letzte Level war das jetzt noch, das dann nochmal einen leichten Bonus bringt für den Idol Reward. So, hier sind dann meine neuen Idols. Und wie gesagt, ich will mit euch dieses, das Ding hier zumindest starten. Ich denke nicht, dass ich mich jetzt bis Level 500 hier durchschlagen werde, weil es dann doch eine ganze Weile dauert. Nur, dass ich eben statt meiner Standardkonfiguration für die Leute den natürlich gleich erstmal rausnehmen werde. Hier am Anfang jetzt manuell klicken und dann mal überlegen, welcher ist jetzt sozusagen einer, den ich am seltensten benutze. Also zum Beispiel hier, ihn kann ich reinnehmen und setze den dann schon mal drauf. Das heißt, solange der jetzt einen Instant-Kill hat, kann ich den ganz alleine und ganz entspannt dort rumlaufen lassen. Wenn ich es jetzt aktiv begleiten würde, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, hier auch möglichst schnell die Koffer einzusammeln, damit natürlich auch das geht. Aber ich gehe davon aus, ich habe so viele Crusader,
Das ist normalerweise, solange ich mir jetzt meine wichtigen Crusader, die also viel DPS machen, in Kombination mit ihm, zusammen mit den ganzen anderen Königen, Prinzessinnen und sonstigen Royals, es kein Problem sein sollte, bis Level 500 zu kommen. Ich bin da eigentlich auch schon deutlich drüber gewesen in der vorhergehenden Mission. Und genau, was ihr jetzt hier gerade noch seht, habe ich mir hier auch noch ein bisschen aufgehoben. Nochmal einen DPS-Bonus und vor allen Dingen einen Gold-Bonus. Das heißt, mit 8 Stunden sollte ich der auf jeden Fall ausreichen, weil der wird ja um ein Vielfaches noch verstärkt. Complete now. So. Und dann auch hier den Adrenalin-Buff für eigentlich 8 Stunden. Der müsste jetzt, glaube ich, bei 16 Stunden, da kriege ich 24 Stunden, mal gucken. 24 Stunden, genau. Ich habe nämlich 200% Bonus auf die, auf die Missionslaufzeiten oder auf die Boni, die ich aus den Missionen bekomme. Das heißt, auch da ist es, denke ich, nochmal ganz hilfreich, gleich mehr Gold einzusacken, auch wenn ich jetzt nur ihn da stehen habe. Während er jetzt da im Hintergrund weiter rumbaldobert, zeige ich euch mal noch, worauf ich jetzt eigentlich gewartet habe. Weil ich habe nämlich aktuell alle meine Missionen auslaufen lassen. Es gibt mal wieder eine Gear-Mission. Und selbst wenn ich den jetzt mal reinmache, mal gucken, was ich jetzt standardmäßig bekomme. Also bei 91% lande ich aktuell. Mir würde noch ein Elf fehlen, noch ein Event und natürlich haben die hier noch kein Maximum Gear. Mal schauen, ob ich da noch irgendwas optimiert bekomme. Es ist im Moment recht unwahrscheinlich, aber das, was ich normal immer mache, bevor ich dann eben zu so einer Gear-Mission tatsächlich meine Crusader losschicke, versuche ich immer erst nochmal im Shop. Also ich kann mir noch 21 Juwelenkisten, das dauert ein bisschen. Jawohl, immer die Bestätigung, weil ich bekomme natürlich damit keine Gold-Items. Aber auf jeden Fall bekomme ich so weitere 21 Kisten. Jetzt habe ich 28 Juwelenkisten, die ich dann gleich noch auf den Kopf hauen kann. Noch ganz kurz, also wo habe ich vor allen Dingen die Juwelen natürlich her? Das sind die Missionsbelohnungen. Ihr seht, hier habe ich gerade mal noch ein Tier 3 offen mit Level 750, weil das ist eben aktuell zu knapp, vor allen Dingen aufgrund der Einschränkung. Also im Free-to-Play bekomme ich zwar in diesen Levelbereich, aber nicht, wenn ich hier nur wenige Crusader benutzen kann, dann geht es nicht so ohne weiteres. Das gleiche ist hier, deswegen eben auch, also die verschiedenen Missionen oder die verschiedenen Gruppen werden einfach härter und anstrengender, weswegen ich dann dort nicht in die gleichen Geschwindigkeit oder überhaupt die Möglichkeit bis 750 oder 700 komme. Also 650 ist durchaus schon möglich, aber nicht generell. Hier das Gleiche, hier ist eher so 600 recht unproblematisch und natürlich hier 850 ist ein Unding. Deswegen, also hier habe ich auch einen 650er schon abgeschlossen. Hier wird es dann schon schwierig, 650 zu erreichen. Hier kriege ich nur 600 ganz gut hin, weswegen ich mir hier auch den Crusader noch nicht geholt habe. Das ist im Moment das, was ein bisschen schade ist, weil natürlich hätte ich den schon gern drin, weil die auch über die Juwelenkisten Gear bekommen können. Ich habe jetzt schon wieder einige Idols gesammelt. Vielleicht reicht der Bonus inzwischen aus, auch von den Kisten, die ich aufgemacht habe, dass ich jetzt die 675 hier zumindest erreichen kann. Mal gucken, was hier, also hier ist glaube ich nur ein Monster, was das Ganze ausbrennt. Hier seht ihr, da bin ich noch, hänge ich noch in den Level 2 und sogar Level 1 Tiers, weil hier auch eben schon 650 notwendig ist. Das nächste, nachdem die Missionen hier soweit durch sind, würde ich hier anfangen, weil das war das, was ich, bevor dieser neues Event gekommen ist, habe ich den noch vervollständigt. Und Level 600 ist hier allerdings auch noch recht schwierig, also die werde ich auch noch nicht so ohne weiteres lösen. Ihr seht, da kommen noch die ganzen Diamanten her, die ich dann immer dann ausgebe, wenn es darum geht, eben die nächste Gear-Mission zu machen, in der Hoffnung noch das eine Quäntchen Prozent dazu zu bekommen. Weil ich hatte es nämlich tatsächlich so, die waren glaube ich mit 91 und 92 Prozent unterwegs und was ist passiert? Sie sind gescheitert. Und das ist natürlich dadurch, dass die Mission so selten ist und sonst kaum Möglichkeiten sind für die Event Crusader irgendwie ja, die Gears abzudaten. Und ja, mal gucken, ob es hier überhaupt irgendein lila Gear gibt. Gut, das sind nur die normalen Boni. Das hier ist mal wieder doppelt. Das ist auch doppelt. Okay, also alle 28 Kisten eigentlich für die Katz.
weil das, was an Epic, also das, was an genau Epic Gears zur Verfügung gestellt wurde, war schon vorhanden. Das Einzige, was halt jetzt sind, diese Karten, die halt das DPS wieder erhöhen und Cooldown, das inzwischen auch die DPS erhöht, weil ich da ja schon längst über dem Maximum bin. Also mal gucken, wie viele Gear hatte ich jetzt überhaupt? Okay, 5 Epic Gears, die halt alle schon da waren. Und dann zumindest noch einmal die Quantum Leap, die mit dabei sind. Und ja, die beiden Trinkets. So, das heißt also, nicht mal in jeder zweiten Kiste war eine Epic-Karte dabei, und wobei ich die Epic-Karten halt ohnehin nicht wirklich verwende für irgendwas. So, die Kisten lasse ich mal noch. Die halte ich normal im Moment immer so um die 500, weil es kann ja immer mal sein, dass ich hier dann doch irgendwo für eine der Missionen nochmal einen Push brauche am Ende und da einfach mit dem Geld ein bisschen arbeiten kann. So, ihr seht hier eben für die DPS-Boni, hier ist ein Ring dazugekommen und hier ist ein Trinket dazugekommen. Und das hat dann halt auch nochmal Einfluss auf die DPS-Zahlen. Dann gilt es jetzt nochmal die Mission zu aktivieren. Okay, dann kann ich gleich mal einen Goldbuff aktivieren. Dann kriege ich da auch nochmal, ach ja genau, das ist natürlich auch noch eine Quelle, wo weitere Rubis herkommen. Aber da dauert es locker mal eine Woche oder so, bis da wirklich eine Kiste zusammenkommt. Weil die Rubis liegen irgendwo zwischen 10 bis maximal 25 oder 30 für eine der täglichen Missionen. Also, gucken wir nochmal automatisch, was jetzt zusammenkommen würde. Und es bleibt natürlich bei 91, hat sich ja auch nicht viel geändert. So, was interessant wäre, also erstmal die auszuwählen, die auf jeden Fall Epic Gear haben. Und mit denen zu versuchen, die ganze Kiste voll zu machen. Gut, die haben jetzt das hier nicht mehr. Das heißt, der hat jetzt ein Minus. Und der hätte... Ha, also damit hätte ich zumindest 93. Also statt einfach nur den, der vorne steht, zu klicken, hätte ich hier noch 2% mehr Boni. So, wenn ich den rausnehme, werde ich den wahrscheinlich schlecht durch irgendwas ersetzen können, wo mehr zusammenkommt, sondern eher dann weniger. Und ja, es sind bis auf ihn natürlich, das ist schon schmerzhaft, wenn der jetzt 2 Tage nicht zur Verfügung steht. Aber natürlich mit einem anderen habe ich keinen Saisonzugang und dann würde mir einfach noch ein weiteres Prozent fehlen. Und ich will es tatsächlich nicht riskieren, jedes Prozent zählt an der Stelle, einfach um wirklich dieses Gear zu bekommen. Wer ist das eigentlich? Das ist Lizzle the Dark Elf. Mal gucken, der muss ja auch hier in der Schlange stehen. Und mal gucken, genau, der hier. Hier wäre es natürlich schön, wenn er eins von den beiden auf Epic abgegradet bekommt, aber soweit ich weiß, haben die, glaube ich, es wird immer das Niedrigste geupdatet. Bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube es nur. Das heißt, er wird wahrscheinlich das Grüne aktualisiert bekommen auf Blau. Aber ich lasse mich überraschen, vielleicht ist es ja dann doch ein Upgrade auf dem Epic. Ja, dann schicke ich die mal los, weil ich hätte jetzt auch keine Idee, weil er als Elf wäre zwar natürlich praktisch, den reinzunehmen. Ich kann es ja mal scherzeshalber kurz machen. Nur hat er halt leider eben noch nicht das Gear dazu. Das heißt, damit hätte ich zwar dann nur noch das eine Animal, was fehlt. Da wenn er ein Animal wäre, wäre das natürlich hilfreich. Aber er ist halt keiner. Das wäre zum Beispiel in dem Fall. Aber die Gears wirken sich einfach danach aus, dass es dann doch unterm Strich weniger ist. So, also den raus und den Baum wieder rein. Genau, ich wollte nochmal schauen, wer jetzt eigentlich alles noch... Okay, das heißt, er ist im Moment der einzige Elf, was ich mir eigentlich gar nicht so vorstellen kann. Ja genau, die Bogenschützin. Nehmen wir die mal rein. Okay, bei der ist es aber auch letztlich bei 92. Das heißt, ich verliere auch wieder 1%. Weil sie halt eben auch nicht das Gear hat. Weil wenn sie jetzt hier noch ein blaues hätte oder so weiter, wäre es wahrscheinlich ausgeglichen. Und wenn sie noch ein weiteres Lila hätte, dann wäre es nochmal ein kleines Prozent mehr. Aber egal, genug der Optimierung. Also mit 93 kann ich die jetzt hier durchaus beruhigt auf den Weg schicken. Mal sehen, was ich hier jetzt zusammenbekomme. Ob ich den sozusagen perfekt lösen kann. Weil hier brauche ich ja zumindest kein Gear. Das heißt, ich kann einfach die Leute ausrüsten, die ich tatsächlich benötige. So, ich brauche jetzt noch
Ja, royal, männlich, weiblich und. Okay, das heißt, auf ihn müsste ich auf jeden Fall verzichten, weil sonst kriege ich die Kombination so nicht zusammen. Und hier kann ich einfach auf den verzichten. Das heißt, hier verliere ich leider auch wieder einen wichtigen Bonusgeber. Aber auf jeden Fall kriege ich hier eine 100%-Mission zusammen. Und okay, in 12 Stunden ist er wieder da. Das heißt, wenn ich das nächste Mal aufstehe, ist er fast schon wieder zurück. Die Stormrider Ability, er gibt mir im Moment so 84% Bonus mit, in Kombination mit dem Magnify. So, mal gucken, wie ist denn das bei ihm? Next XP Point, 47 Minuten. Das heißt, er hat noch ganz gut Zeit, ja, hier einfach noch ein paar Level zu schaffen. Also ich bin ziemlich zuversichtlich, dass das ohne Schwierigkeiten dann gelingt. Vorausgesetzt eben immer nur so wenig wie möglich, dass hier ein Instant Kill stattfindet und vielleicht auch noch aktiv zu begleiten, um die Level da hochzubringen. Apropos Instant Kill, kann ich ihn gleich mal dafür sorgen, dass er auch wirklich seinen Schadensbonus, seinen Multiplikator dann in Kürze bekommt. Auch wenn er jetzt keinen weiteren Crusader hat, der ihm hilft, dass er mehr Gold bekommt. Das werde ich dann erst einsetzen, wenn ich wirklich in den höheren Leveln bin, um die. Wobei sie von der DPS ja an der Stelle egal sind, weil es geht ja nur das DPS verloren. Und das heißt, die Goldboni könnte ich dann trotzdem schon verwenden, aber ich brauche es ja letztlich auch wieder nicht, weil ich ja eh bloß einen Crusader aktuell aufleveln will. So, also ich lasse ihn jetzt hier einfach dann mal seinen Job machen und werde ihn im Auge behalten, dass er hier hoffentlich Stück für Stück weiterkommt. Und solange eh nur ein Crusader da ist, kann der ruhig einen Sonnenbrand bekommen, weil ich habe ja dann noch genug in Reserve. Ich glaube, die Hälfte konnte ja weggeschickt werden. Das heißt, aktuell habe ich 68 etwa, plus minus 1, je nachdem, wo er jetzt gerade gerundet hat. Beziehungsweise, dass halt der halbe Crusader noch nicht da ist. Dann kann ich jetzt mal die anderen Missionen noch starten, weil hier ist noch viel zu tun. Viele Crusader benötigen noch, dass sie bis 200 EP haben, damit sie nämlich dann auch wieder genau auf diese Mission, wo ich sie jetzt hingeschickt habe, weil damit sie in denen gut performen. Ah ja, genau. Das heißt, deswegen ist hier natürlich auch noch einer, der fehlt. Oder ein Punkt, der hier fehlt, weil der natürlich auch noch keine 200 EP hatte. Da bin ich nämlich aktuell gerade dabei, den aufzupäppeln, dass der auch über die 200er-Grenze kommt. Also das alles in Richtung Maximierung für gerade diese Spezialmission, um auch hier möglichst weit zu kommen, dass ich hier vielleicht irgendwann tatsächlich die 100er voll habe. Bei den anderen ist es da schon einfacher, dass ich diese Epic-Mission tatsächlich mit 100% hinbekomme. Also, aber der ist jetzt nicht verfügbar. Das heißt, wer bekommt jetzt die EP? Das heißt, mein Präsident braucht noch 70 Punkte und sie ist inzwischen auch schon über 200. Die bekommen über die Kisten-EP, das heißt, die muss ich nicht losschicken. Da mache ich einfach noch ein paar Kisten auf. Und genau, dann ist die auf jeden Fall mit. Dann ist das auch wieder komplett. So, dann noch ein paar Mädels losschicken. Da ist hier mit 135, ist also noch einiges zu tun. Der Vorteil ist, das zeige ich gleich noch in den Talenten. Ich habe nämlich schon so weit die Talente aufgelevelt, dass ich hier maximal Missionen zur Verfügung gestellt bekomme. So, hier dann noch eine Mission. Ah, da kann ich die neue nehmen. Die brauche ich ja jetzt im Moment eh nicht als Einsatz. Und dann mal schauen, wen ich da jetzt erstmal noch reinnehme. Genau, der Hase Bunny ist auch bald bei 200. Was bei ihm auch ganz gut ist, weil er hatte auch mindestens zwei oder vielleicht sogar drei Epics. So, und hier kann ich mir jetzt wieder aussuchen, wen von beiden ich losschicke. Dann nehme ich ihn mal wieder, weil er hat noch die niedrigeren EP-Zahlen. Oh, da gibt es noch eine. Nochmal mit zwei. So, dann brauche ich auf jeden Fall noch sie dazu. Und dann kann ich noch zwei Tiere mitnehmen. Ja, da könnte ich jetzt entweder ihn schicken oder die Katze. Weil ein EP-Punkt bringt für ihn schadenstechnisch nicht wirklich viel. Das heißt, da schicke ich dann lieber andere jetzt gerade mal mit, die ich jetzt noch nicht so direkt brauche. Und genau, für ihn auf jeden Fall. So, und jetzt geht es natürlich noch dran, auch das Gold einzusammeln. Da kann ich dann auch vor allen Dingen immer meine Standard-Crusader schicken, weil die brauche ich in den normalen Missionen eher nicht. Und ich hoffe, dass ich natürlich jetzt noch genug Leute da behalte, die dann als Einzelkämpfer hier bis Level 500 durchmarschieren können. So, das heißt, jetzt sind wieder alle Missionen am Start. Vier Crusader sind noch möglich, die weggeschickt werden können. Und mal gucken, wann ich da noch weitere Sachen bekomme, weil ich eben hier diese Speedrunner, das heißt, dass ich schneller die kurzen Missionen bekomme. Vor allem die 5- und 10-Minuten-Missionen für die EP-Punkte sind da natürlich wichtig.
Und deswegen bin ich aktuell auch schon, mal gucken, wie viele sind es jetzt? Okay, das ist die Anzahl der Crusader, das ist aber, glaube ich, nicht die Anzahl der Missionen. Genau, die Mission Trans 6809 irgendwas. Die Missionen sind neben eben diesem Erreich Area 1000 die letzte nicht-Season- oder nicht-Event-abhängige Errungenschaft, weil eben hier bis 10.000 Missionen. Ich hoffe, dass da keine mehr nachkommt, weil ich will da nicht noch mehr, noch einen längeren Grind machen. Auf der anderen Seite geht es dann aber auch langsam dem Ende zu, was tatsächlich noch angestellt werden kann. Also hier sind jetzt aktuell noch die, die aktuellen Event-Geschichten. Also ich denke, der Windfall ist nicht möglich, dass ohne eine Karte, die mindestens 15 Crusader beinhaltet, weil das Flugzeug mit den 14 Plätzen, ich kann halt dann nur 14 Frauen und ihn reinsetzen, 13 Frauen und ihn reinsetzen, womit ich halt nur bei 280 ankomme. Also es muss noch ein Item geben, das dir auf jeden Fall einen Bonus ermöglicht, damit er nicht nur 20%, sondern mehr pro Female dann als Bonus bekommt. Und dann natürlich wieder das große Problem für diese Kisten, für die Ausrüstung. Mit der ersten Kiste habe ich zwei blaue bekommen für meine Königin hier, die schon längst ausgerüstet war. Also es ist im Moment sehr frustrierend mit von wegen, es werden zuerst die Slots aufgefüllt, die leer sind oder sonst was. Also die erste Kiste ist komplett gefloppt, da war letztlich schon bessere Items da gewesen. In der zweiten Kiste jetzt habe ich zumindest die beiden mit ihrem ersten Item bekommen. Und ich hoffe natürlich, dass in der dritten Kiste hier dann auch zumindest noch Items da sind, die sie tatsächlich für sie bekommen und dann nicht spart schon wieder Items, die dort bereits vorhanden sind. Und ansonsten ist halt zwar noch eine ganze Weile Zeit, noch ein paar Tage und vielleicht gibt es ja tatsächlich die eine oder andere Juwelenkiste dieses Mal wieder. Weil bei manchen Sachen hatte ich echt Glück, da hat es super funktioniert. Okay, der ist jetzt noch nicht wieder da, aber bei meinem außerirdischen Crusader, also bei dem nicht, aber bei ihm, ich hatte zwei davon in den Kisten und die dritte habe ich durch eine Upgrade-Mission gewonnen. Und das ist halt dann schön, wenn die Season-Leute, hier habe ich glaube ich eine und ich glaube, der hat schon zwei Upgrades bekommen, dass sie halt einfach durch die Mission wirklich auf Epic gebracht werden und somit das maximalen Boost ermöglichen. Ja, soweit für heute. Mal wieder eine Rückmeldung aus Crusaders of the Lost Idols. Ihr habt noch einige Zeit, Princess Pool Party, die Events dort oder das Event mitzumachen, euch die beiden alten Crusader, soweit ihr sie noch nicht habt, zu holen und hier natürlich die beiden neuen mit dem Trinkgeld, was sich aus meiner Sicht ziemlich schlecht kalkulieren lässt zu dem Goldbonus. Wahrscheinlich ist es so, so wie ihr es ja gerade vorhin noch in der anderen Mission gesehen habt, dass es sich aktuell nicht lohnt, den dann zu benutzen, zumindest solange der nicht hier auch Epics drin hat und dann einen guten Multiplikator abgibt. Viel Spaß auch bei der Sonnenbrand-Mission. Level 50 hat er jetzt knapp erreicht mit Instant Kill und er hat bald seine erste halbe Stunde verbraten. Also ich denke, das sollte ohne Probleme machbar sein. Nachher dann die letzten 50 oder 100 Level dann mit einem ordentlichen DPS-Gemisch dann auf den Weg zu bringen. Was natürlich noch interessant gewesen wäre, die habe ich aber nicht bekommen, wäre so eine Mission mit so einem Speedbuff. Aber solange das ein Instant Kill ist, ist es jetzt nicht so kritisch, dass die Monster zu langsam kommen. Aber soweit für heute, für diese Folge. Ein paar Infos von mir zur Rückmeldung der Goldbonus-Optimierung und letztlich jetzt der Talente-Optimierung, wo ich mir hier das nächste Extra-Training kaufen kann. Also viel Spaß beim Spielen und tschüss!